Ja, ein Florentiner. Bei den Dänen ist es Lautrop auf der anderen Seite, bei Argentinien Batistuta. Freistoß, Henrik Larsen, der Mann, der drei Tore schoss bei der Europameisterschaft. Oh, und ein tolles Eigentor. Ah, da muss man wirklich 99 Punkte geben. 1:0 für die Dänen durch ein ganz kurioses Eigentor. Das schauen wir uns noch einmal an. Der Freistoß von Henrik Larsen. Und Gruvioso wollte den Ball eigentlich vorbei köpfen am Kasten von Goikoetxea und haut das Ding unhaltbar für Sergio Goikoetxea hier in den Winkel. Also schöner kann man die Tore nicht machen. Leider auf der falschen Seite, dem Europameister wird es egal sein. 1:0 für Dänemark. Eine Chance, ein Tor, 100%. Als der Effe einfach mit seinem dicken Mercedes abgehauen ist, der Mercedes des Dänen. So, Simeone. Batistuta. Oh, das Tor. Und der Ausgleich. Aber das war eigentlich abseits von Caniccia. Trotzdem 1:1. Und der Jubel ist groß bei den Zuschauern, bei Batistuta. Aber das Tor hat dann noch erzielt Claudio Caniccia nach einer halben Stunde. 1:1 zwischen Argentinien und Dänemark. Maradona gratuliert. Kein Abseits. So, Schmeichel heraus, Batistuta. Nein, war kein Abseits. Hier sehen wir es nochmal. Und Claudio Caniccia markiert den Ausgleich. Simeone, Batistuta und Claudio Caniccia. Ja, wenn er, so denken sicherlich die Römer und auch Thomas Hässler, noch in Italien mal so treffen würde wie heute. Hochverdient natürlich. Finida. Lars Elstrup. Und Tor. 1:0 für Dänemark. Der Mann, der Frankreich bei der Europameisterschaft erledigte mit dem 2:1, bringt also jetzt Dänemark 1:0 in Führung. Lars Elstrup. Peter Schmeichel gegen Maradona. Was macht er, der kleine Dicke? Oh, da war er fast dran, da war er fast dran. Das war die Ecke, wie in Florenz gegen Jugoslawien, als er verschoss. Aber der Ball wurde immer länger, sofern es das natürlich gibt. 1:1 und Maradona wird gefeiert. So lieben sie ihn. Mölby ist der Nächste gegen Sergio Goikoetxea. 2:2 steht es, 1:1 nach der Spielzeit und 1:1 im Elfmeterschießen. Johnny Mölby von Borussia Mönchengladbach. Oh, trocken. Er ist gut drauf, der Junge. Werden sie ihm jetzt am Bökelberg die Daumen gedrückt haben. Ganz locker. Im Elfmeterschießen steht es jetzt 2:1 für Dänemark. Insgesamt 3:2. Peter Schmeichel geht wieder rein. Und Batistuta ist der nächste Schütze. Gabriel Batistuta, 24 Jahre alt, aus Florenz. Batigol nennen sie ihn in Italien. Ob er jetzt ein Goal macht, das ist die Frage. War der Torschützenkönig bei der Copa America, bei der Südamerika-Meisterschaft 91. Und jetzt! Hohoho! Aber hallo! Aber hallo! Ausgleich wieder. Dänen in der psychologisch besseren
Situation. Sie können immer vorlegen und die Argentinier müssen dann kontern. Sergio Goycochea kommt wieder. So, Nielsen. Ah. Unhaltbar. Wieder geht Dänemark in Führung. Noch kein Elfmeter wurde verschossen. Hier noch einmal das Tor von Brian Steen Nielsen. Schmeichel ist wieder im Kasten und Simeone kommt, der Mannschaftskamerad von Maradona in Sevilla. Oh, da war er wieder fast dran. Da war er mit den Fingerspitzen noch dran, der Peter Schmeichel. Er kommt der Parade immer näher. Hier sehen wir nochmal. 3:3 im Elfmeterschießen, 4:4 im Gesamtstand. Na, das kann ja heiter werden, das kann ja noch lange dauern in Mar del Plata, bevor dann Karneval gefeiert wird. Kim Wilford. Normalerweise ein sicherer Schütze. Und hält und hält. Ich sag noch normalerweise, ja, was ist denn hier noch normal heute Abend? Sergio Goycochea hält und jetzt stehen sie natürlich Kopf hier. Jetzt ist Argentinien auf der Siegerstraße. Goycochea, der Elfmeterkiller der WM, hat wieder zugeschlagen. Der Torhüter von Cerro Porteño in Paraguay, der Torhüter der argentinischen Nationalmannschaft. Jetzt muss Mancuso kontern. Jetzt muss er verwandeln. Und dann ging Argentinien zum ersten Mal in Führung. Jawohl. Jetzt sind sie ganz nah dran, den Artemio Franchi Cup gegen Europameister Dänemark zu holen. Jetzt ist der Druck auf den Dänen. Noch zwei Schützen, einer auf jeder Seite. Und das ist Mancuso. Sergio Goycochea. Und jetzt kommt noch mal richtig Stimmung auf in Mar del Plata. Brian Lautrup, der frühere Uerdinger, der frühere Münchner, der jetzige Florentiner. Hat nochmal ausgeglichen und jetzt haben die Argentinier noch einen Nachschuss. Ist er drin? Haben sie gewonnen? Ist er nicht drin? Geht's weiter. Ja, Kim Wilford, der das zweite Tor gegen Deutschland geschossen hat in Göteborg im EM-Finale, ist er der Pechvogel heute Abend. Aber jetzt kommt erst einmal Claudio Caniggia vom AS Rom. Der Mann, der im Spiel schon ein Tor machte. Und gehalten. Viel zu überheblich. Peter Schmeichel hält und es geht weiter. Ein Spiel scheinbar ohne Ende. Peter Schmeichel hat die Ecke geahnt und hält den Elfmeter von Claudio Caniggia, der zu überheblich geschossen hat. Das muss man hier sagen. So, 4:4 im Elfmeterschießen, 5:5 im gesamten Spiel. Und jetzt geht es weiter. Maradona tröstet Caniggia, die beiden Freunde. Und jetzt muss der Sergio Goycochea wieder ran. Na, der sagt, so ein Käse, da hatten wir doch schon fast gewonnen. Bjarne Goldbeck vom 1. FC Kaiserslautern ist der Nächste. Und wieder gehalten.
Und wieder gehalten von Sergio Goycochea. Der zweite Elfer, den er hält. Ja, und die beiden, das finde ich schön. Das ist eine tolle Geste. Ja, will man dem Piano Goldbeck da einen Vorwurf machen? Sie haben keine Kraft mehr nach 125 Minuten. Und er kann natürlich Elfer halten, dieser Goycochea, das wissen wir längst. So, wieder die Möglichkeit zum Sieg für Argentinien. Santana. Pardon, Saldana heißt er. Santana ist ein anderer. Oh, da war er dran mit den Fingern, aber den konnte er nicht halten. Und damit hat Argentinien gewonnen in einem irren Krimi.